Fridays for Future auch Klimaschutz nochmal ein Momentum gekriegt hat und auch einige Kommunen ja den Klimanotstand ausgerufen hat. Es reicht nicht nur, ambitionierte Klimaschutzziele zu propagieren, sondern wir müssen auf allen politischen Ebenen entsprechend die Instrumente nutzen. Und ich glaube, so wie Politik von oben die Rahmenbedingungen setzen, muss das einfach auch von unten mitgetragen werden in die Breite, weil Klimaschutz darf kein Luxus sein von Einzelnen, weder von einzelnen reichen Menschen noch von einzelnen reichen Kommunen, sondern Klimaschutz funktioniert nur, wenn alle dabei sind. Uns war von Anfang an wichtig, dass wir nachhaltige Strukturen schaffen, was die Finanzierung und die Organisation angeht. Und wir haben ein kommunales Stadtwerk gegründet mit zwei Nachbarkommunen, unsere GEO, die Gesellschaft für Energieversorgung im Osthalbkreis. Und mit dieser GmbH ist es uns gelungen, viele Projekte anzuschieben. Aber das geht natürlich nur weil wir diese Gesellschaft haben, allein wären wir zu klein dafür gewesen. Damals eingekauft in eine bestehende Gasversorgung, die heute aber auch Stromversorgung und Wärmeversorgung macht. Stromnetz und Gasnetz haben wir zurückgekauft, haben dafür auch Kredite aufgenommen, haben Schulden gemacht, aber können heute eben auch steuern. Und mit dieser Gesellschaft bauen wir im Moment ein Nahwärmenetz auf. Das heißt, genauer gesagt, bauen wir gerade das siebte Nahwärmenetz in Heubach. Und unser Ziel ist langfristig, diese Netze zusammenzuschließen. Und das große Netz, das wir im Moment bauen mit 3 Kilometern und einer 3 Kilometer Biogas-Pipeline, ist sehr interessant, weil es eben aus 100% erneuerbaren Energien gespeist wird und damit auch wesentlichen Beitrag zur Wärmewende und zum Klimaschutz in unserer Stadt gibt. Wir haben zwei Energiegenossenschaften gegründet, zwei deswegen, weil die eine Energiegenossenschaft ist, die Wärme verteilt und Wärme erzeugt aus Bioenergie. Das ist ein Projekt in einem Teilort. Die Bioenergie Buch hat mittlerweile mehr als 100 Mitglieder und versorgt nahezu 80 Haushalte. Und die andere Energiegenossenschaft hat Photovoltaikanlagen aufgebaut. Die habe ich mit der örtlichen Raiffeisenbank zusammen gegründet. Und damit haben wir jetzt bauen wir gerade die siebte PV-Anlage. Und merken, dass es schwieriger wird, Photovoltaik auszubauen. Daran sieht man, dass es uns wichtig ist, die Einwohnerinnen und Einwohner mitzunehmen, auch finanziell daran zu beteiligen. Als Bürger kann man für 100 Euro Anteile an unsere Energiegenossenschaft kaufen, weil wir schon merken, dass die Akzeptanz zwar in der Theorie groß ist für Klimaschutz, aber wenn es dann um die Bezahlbarkeit geht und auch Baustellen in der Stadt, wir graben gerade die Stadt um, dann muss man schon viel dafür tun, dass dieser Klimaschutz dann auch wirklich in der Bevölkerung akzeptiert und mitgetragen wird. Aber insbesondere unter jungen Leuten spüren wir eine sehr, sehr große Bereitschaft, da mitzuhelfen und auch mitzumachen. Ist auch für uns in der Kommunalpolitik spannend, weil wir darüber einfach auch viele junge Leute erreichen, die dann auch wieder Lust haben, mitzumachen, sich an diesen Projekten zu beteiligen.